Ja, Montagmorgen, da gehe ich immer auf eure Kommentare ein. Sprich, ich mache den Film und will mich aber erstmal so ein paar kleine Worte loswerden. Der Montag ist, dieser Montag, der ist ganz was Besonderes für mich. Und zwar ist es mein letzter Arbeitstag bei meinem jetzigen Arbeitgeber. Heute noch bis 18 Uhr. Ich gehe mit so einem kleinen weinenden Auge, aber auch mit einem lachenden Auge, weil ich ja die Möglichkeit habe, ich habe ja den Spruch davor in meinem Anfang des Films eingeblendet, ne? Und fotografieren, das ist eine Art zu schreien, sich zu befreien. Es ist eine Art zu leben und das stimmt, ja. Ne? Und ich freue mich auf meinen neuen Job, wo das hauptsächlich im Vordergrund stehen wird. Und da bin ich sowas von froh, hätte ich nie gedacht, dass ich das in meinem Alter noch hinkriege. Ein Hobby zum Beruf zu machen, hat eher Seltenheitswert in der heutigen Zeit. Ja, aber nichtsdestotrotz, Kommentare. Ich fange jetzt an zu beantworten. Heute Abend nehme ich euch mal mit, wie ich den Hof hier verlasse. Sprich, ich fahre auf einen anderen Platz. Und weil ich habe morgen früh meinen TÜV-Termin und ich habe das immer ganz gerne, ich fahre hier 30 Kilometer weg, sprich ich fahre auch wieder 30 Kilometer zurück, morgen früh, weil ich ja TÜV-Termin habe. Aber da nehme ich euch mit in einen gesonderten Film, sag und wir sehen uns am Mittwoch und heute Abend nochmal. Und nächste Zeit ein bisschen öfters. Hier, euer Peter von der Live in the Camper. Ne? Bis nachher mal. Tschüss. Ja, hallo Freunde, Peter von der Live in the Camper hier. Ihr seht, ein bisschen müde, ein bisschen kaputt sehe ich aus, aber nichtsdestotrotz, ich lasse mir das ja nicht nehmen, meinen Mittwochstalk abzuhalten. Ich kann nur nicht mit einer Tasse Kaffee bieten. Ich muss mir morgen erstmal Kaffee kaufen, aber vielleicht habe ich noch irgendwo eine Dose. Sag, keine Ahnung. Ja, Tee trinke ich nicht so gerne. Naja, aber nichtsdestotrotz. Fangen wir einfach mal an mit meinem Mittwochstalk, sprich diejenigen, die das noch nicht kennen. Ich gehe immer noch mal Mittwoch so auf die Kommentare ein halt. Ne? Mittlerweile ist der letzte Kommentar von 6 Tagen, den ich jetzt anfange zu beantworten. Und der kommt noch von dem Film, mein Jobwechsel. Halt, ne? Und hallo Peter, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Job. Für einen Wechsel ist man nie zu alt. Das war eine gute Entscheidung. Ja, das war eine gute Entscheidung und man ist auch nie zu alt dafür. Obwohl ich im Moment wirklich so ein bisschen wehmütig bin, weil ich da wirklich gerne gearbeitet habe. Und viele wissen, ich habe heute meinen letzten Tag gehabt. Sprich, wir haben jetzt Montagabend und heute war mein letzter Arbeitstag. Musste mich auch so ziemlich beherrschen. Ja, naja, gucken wir mal. Dann nochmal, ach ja, die Blüte ist ein japanisches Springkraut, gehört normalerweise nicht in unsere heimische Landschaft und breitet sich auch sehr schnell aus. Ihr könnt euch daran erinnern, ich habe in diesem Film, mein Jobwechsel, habe ich ja auch diese eine Pflanze reingestellt. Da kamen auch ganz viele Antworten. Ich wusste aber zum Beispiel nicht, dass das eine invasive Art ist, dass sie gar nicht von hier kommt. Das ist schon mal ganz interessant. Ich kenne so ein paar Knöterichpflanzen oder sowas. Das ist wohl auch sowas. Ne? Aber naja, was soll's. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße an diesen Follower. Ja, und was sagt uns das? Man lernt nie aus. Gehen wir mal weiter. Das ist nochmal was aus einem älteren Film von Warum lebe ich im Wohnmobil und suche mir keine Wohnung? Moin, dasselbe Schicksal mit dem Brand habe ich auch hinter mir. Am 1.6. ist komplett meine Wohnung abgebrannt. Nicht mein Verschulden, bin daher am Überlegen, wenn der Mist vor Gericht geht, auch ein neues Leben im Wohnmobil anzufangen. Freiheit zu haben ist unbezahlbar. Ja. Also das mit dem Brand, das kann ich total verstehen und ich bete drum, dass da wirklich nur Sachschaden ist und dass da nichts anderes passiert ist, ja. Und die Freiheit ist wirklich unbezahlbar. So, ich bin ja selber noch am Arbeiten, komplett,
Und habe mir aber jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit genommen, ich stehe hier an einem ganz ruhigen Ort, den habt ihr schon mal gesehen, das ist auch wieder mein Kloster, aber nicht am Kloster Arnsburg. Ich stehe hier total ruhig und ich höre nichts. Keine Autos im Hintergrund, kein Zug oder sonst was, ja. Ja, wie gesagt, Freiheit ist unbezahlbar, Leute. Tja, erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. Ja. Gehen wir weiter. Ja. Sag auch noch, mein Job wechseln. Hallo Peter, ich wünsche dir alles erdenkliche Gute für deinen Neuanfang. Super, dass du den Schritt gemacht hast. Super, bin begeistert, Peter. Ich halte dir ganz fest die Daumen und dass es so wird, wie du dir vorstellst. Da gehört schon viel Mut zu. Hut runter vor dir. Immer positiv denken, dann wird das schon. Ich hoffe, hast ein schönes verlängertes Wochenende gehabt. Ja, erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. Diejenige weiß genau, wen ich meine. Ja, mutig ist der Schritt, auf alle Fälle. Ne, momentan, ich hatte heute ja meinen letzten Tag, habe ich vorhin gerade schon erzählt, bisschen wehmütig. Sag, und wird mir mit Sicherheit auch einiges fehlen, aber egal. Ich wollte das, ich will das. Für mich ist es wichtig, diesen Schritt zu gehen. Sag, und ich brauche das. Es ist für mich so ein Abschnitt, der muss einfach nochmal sein halt, ne? Und ja. Ne? Und wirklich ein schönes verlängertes Wochenende habe ich gehabt. War toll, aber fast zu kurz, Leute. Fast zu kurz. Naja, erstmal ganz, ganz liebe Grüße. Sag, gehen wir mal weiter. Auch noch wieder mein Job wechseln. Hallo Peter, du schaffst das mit dem neuen Job. Das werde ich auch. Aber eine Garantie gibt es natürlich dafür nicht. Wir werden sehen, halt, ne, wie es klappt. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße. Ja, hallo Peter, bist du nicht etwas leichtsinnig, ohne Essen loszugehen? Freue mich über deinen neuen Job. Mut wird belohnt. Alles Gute. Ja, erstmal ganz liebe Grüße zurück. Das ist jetzt zum Beispiel wieder ein Kommentar, der baut mich richtig auf. Sag, und in meinem Umfeld, in meinem näheren Umfeld, die haben mir alle dazu, ja, mich dazu befürwortet, mich dabei unterstützt, dass ich das mache. Was habe ich denn zu verlieren? Mit einem Jobwechsel? Eigentlich gar nichts, ne? Und mit den leichtsinnig, tja, die Leute, die meine Filme regelmäßig gucken, manchmal kriege ich morgens einfach nichts zu essen runter. Meistens habe ich dann auch immer einen Apfel parat, ne, wenn es wirklich ist. Ich merke das eigentlich ganz gut, wenn ich mal so ein bisschen unterzucker. Aber naja, wir schauen halt, ne? Erstmal nochmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. So, auch noch wieder jetzt nächster Kommentar. Mein Jobwechsel. Super, Peter, dass du den Schritt gemacht hast. Es kann alles nur noch besser werden. Die Gesundheit ist das höchste Gut. Ganz liebe Grüße, Waltraud. Ganz liebe Grüße. Schnitt. Ja. Ich glaube schon, dass das mit dem Job klappen wird. Und die Gesundheit ist wirklich das höchste Gut, was es gibt. Und ich weiß, dass ich da auch wieder mehr für machen muss. Ihr habt das ja in meinen letzten Filmen gesehen. Da habe ich geschnauft wie sonst was. Naja, aber ich muss wirklich auf mich achten. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße. So, nächste. So, das ist dann von meinem letzten wochenlichen Talk. Hallo Peter, es gefällt mir sehr, dass du dein Ding machst. Auch wenn es mit denen nicht so ist, wie du dir das vorstellst, geht es weiter. Da mache ich mir keine Sorgen. Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere. Andere würden den Kopf in den Sand stecken. Du machst deinen Weg. Sag liebe Grüße. Ja, erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. Tja, ich habe schon mal so einen ähnlichen Film gemacht. Ne, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Halt, ne? Und ich bereue es nicht, dass ich das gemacht habe, sprich wieder den Job gewechselt habe. Und ich werde meinen Weg gehen. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass das klappt, aber natürlich gibt es keine Garantien dafür. Tja, machen wir mal weiter. Zack,
Das ist dann wieder mein Jobwechsel, wie ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Also ein bisschen länger. Guten Tag, Peter. Sicherlich eine gute Entscheidung, dass du deine Berufung lebst. Ist sicher aufbauend für Körper, Geist und Seele. Mit den ganzen Überstunden hast du dich sicher überfordert, aber dafür hast du jetzt freie Zeit für dich und deine wundervollen Bilder. Hättest du eventuell Spaß daran, einen Kalender für 2024 mit zum Beispiel schönen Blumen, verwunschenen Toren und oder dem herrlichen Eisvogel auszustatten? Ich hätte Interesse daran. Ich drücke dir die Daumen für deinen Gesundheitscheck. Liebe Grüße. Ja. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. Ja. Die Überstunden ist klar, das hat mich ein bisschen überfordert, aber ich wollte das auch so. Das muss ich hier auch nochmal so ein bisschen betonen halt. Ne? Hätte ich das nicht gemacht, dann würde ich jetzt auch nicht in Urlaub fahren können, diese lange Zeit. Sag, ich kann zwar nicht weit wegfahren, aber ich habe jetzt halt ja wirklich, ne, durchgezogen. Bis hinten ging, das habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich, irgendwann. Ich bin auf ein Zahnfleisch gegangen, aber ich habe es mir auch teilweise auch selber ausgesucht halt. Ne? Und ja, Kalender. Habe ich noch nie dran gedacht. Das wäre mal eine Idee. Und vielleicht kann ich da auch mal was machen. Sag, ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ich mal so einen Kalender aufnehmen lassen soll. Ne? Das würde mich mal interessieren, ob ich das mal machen soll. Würde mich interessieren. Ja, nochmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. Sag. Gehen wir mal weiter. Jetzt von den letzten Mittwochsfilmen. Was ist so besonders? Der Kommentar, der hat mich richtig gefreut. Also, Leute, das ist mein Lieblingskommentar ever. Was ist so besonders an Kaffee? Koffein macht munter. Im Gehirn verdrängt Koffein das müde machende Adenosin von den Rezeptoren der Nervenzellen. Dadurch erhöht es Antrieb, Stimmung, Aufmerksamkeit und Konzentrationsvermögen. Außerdem steigert Koffein die Geschwindigkeit des Denkens, erleichtert das Lernen und verbessert das Langzeitgedächtnis. Also Leute, wenn das nicht ein Kommentar ist, dann weiß ich nicht. Das habe ich mir auch abgespeichert. Ich hoffe, ich darf das. Habe es mir einfach rauskopiert und abgespeichert, weil das ist toll. Das ist richtig, richtig toll. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße dafür. So. Nächste, auch noch vom wöchentlichen Talk. So, liebster Peter, der Kaffee ist in unserem Leben. Wegen so ein paar dummen Kommentaren lass dich nicht abschrecken. Vielleicht sind die nicht selber Kaffeetrinker. Bleib so, wie du bist. Ein wunderbarer, liebenswerter, toller Mensch. Ich liebe dich und deine Videos. Ja, mein Lieber. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. Und den von dem Kaffee lasse ich mich garantiert nicht abbringen. Das ist so. Der gehört halt einfach zu mir. Auch wenn ich jetzt im Moment keinen Kaffee bei mir habe. Sag, ne? Erstmal und nochmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. Gehen wir mal weiter. Hallo Peter. Danke für dieses Video. Habe es nach 12 Stunden Kundenkontakt und anschließend Kind ins Bett bringen und so weiter bei einem guten Glas Rotwein genossen. Fand es gut, dass es auch bei den Kommentaren, die meinten, dass es schlimm sei, Kaffee zu schlucken mit Löffel in der Tasse, ganz relaxed, du zu bleiben. Bleib wie du bist und genieße deine freie Zeit. Viel Spaß in Weilburg, ist ganz in meiner Nähe. Ich wünsche dir gesundheitlich das Allerbeste. Trink einen schönen Schluck Rotwein auf dich. Alles Gute und einen genussvollen Abend. Beste Grüße. Ja. Ganz, ganz liebe Grüße zurück. Das mit dem Kundenkontakt, das kann ich voll verstehen. Sag, und ich weiß auch, wie das ist, dann abends nochmal ein Kind in Bett zu bringen. Ich selber habe 3 Kinder, die waren alle mal klein und da muss ich auch den Hut von meiner noch Ehefrau oder bald Ex-Frau ziehen. Manchmal weiß ich gar nicht, wie wir das so gemeistert haben halt, ne? Und dass ich wieder so relaxed bin, sagt, das war nicht immer so. Es gab mal Zeiten, da bin ich bei den kleinsten Kleinigkeiten beleidigt gewesen, in die Luft gegangen und sowas. Aber das ist so. Da habt ihr mir geholfen mit halt, dass ich wieder so ein bisschen mein Selbstvertrauen zurückkriege und nicht mehr diese Selbstzweifel und sowas habe halt. Ne?
erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück und das Schluck Rotwein, den werde ich mir gleich genehmigen. So, nochmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. Nächste. Das ist auch noch wieder ein Vor- und Nachteile beim Leben im Wohnmobil. Ich liebe das Reisen, aber meine günstige Mietwohnung würde ich dafür nicht aufgeben. Im Winter stelle ich mir das Vanlife unangenehm vor, wenn man nicht in den Süden fährt. Aber jeder, wie er es mag. Ja, erstmal ganz, ganz liebe Grüße. Tja, ich liebe das Reisen auch, aber bin aber Vollzeit tätig und eine Wohnung kann oder will ich mir im Moment gar nicht leisten. Wenn ich das Wohnmobil nicht hätte, wird es wahrscheinlich auch mit einem Zimmer irgendwo funktionieren, gar kein Problem. Aber es ist im Moment halt so, dass ich mir eigentlich eine Wohnung zurzeit nicht leisten kann. Weil ich bezahle ja, viele wissen das, ich bezahle ja auch noch das Wohnmobil und da müsste ich eins aufgeben. Und wie am Anfang des Videos gesagt, habe ich die Freiheit, mich da mal hinzustellen, wo ich kann, so wie jetzt. Ich habe mir eine ruhige Ecke gesucht und mache diesen Film halt, ne? Sag für Mittwoch halt, ne? Und ich wollte keine Autobahn im Hintergrund haben, keine Bahngeräusche. Ich stehe jetzt ganz ruhig und mache diesen Film. Das dazu. Und ich kann mir auch im Moment gar nichts anderes vorstellen, als im Wohnmobil zu leben. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. So, jetzt kommt für meine Fotos, ne, aus dem Film Sonne, Wohnmobil und Fotografie. Lieber Peter, tolles Video, klasse, super schöne Aufnahmen. Ja, das alleine laufen ist schon doof, aber ich finde es auch sehr spannend. Ich liebe ja so gesagt die Einsamkeit ein wenig, aber ich will auch mal unter Leute sein, nur nicht so viel. Liebe Grüße. Ja, erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. Tja, ja, da habt ihr es ja gesehen bei dem Film, wo ich den Sonnenuntergang gemacht habe. Da war das dann halt wirklich so, da war ich in dem Moment ein bisschen geknickt, weil ich Besuch hatte. Und ich wollte zu diesem Moment eigentlich gar nicht alleine sein halt, ne? Aber ich bin auch jemand, der mit der Einsamkeit auch eigentlich sehr gut zurechtkommt halt, ne? Ja, erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück, sag. So, dann. Na, hallo Peter, bald beginnt dein großer Urlaub, ja. Hallo Jörg, ja, noch ein Tag arbeiten, heute war der letzte Tag. Sag, dann beginnt mein Urlaub. Sag, erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. Und dann fragt der gute Follower, ob ich nicht nochmal irgendwann so eine Live-Sendung machen will. Das wäre eigentlich mal eine Idee. Sag, erstmal danke für die Idee und nochmal ganz, ganz liebe Grüße. Ja. Ja, das ist auch gut. Gerne Bilder zeigen. Das für die Fotografie. Gerne Bilder zeigen und von den Zuschauern bewerten lassen. Das waren stimmungsvolle Aufnahmen zu sehen. Vielleicht kannst du zum Beispiel als Abspann deiner Videos immer so einige Bilder einblenden. Liebe Grüße. Dann hat er nochmal geschrieben, da hätte ich wohl bis zum Ende schauen sollen. Ja, erstmal ganz, ganz liebe Grüße. Ich werde auf alle Fälle die Filme, die sich um Fotografie geht und sowas, da werde ich euch so, das habe ich mir vorgenommen, die besten Bilder immer hinten anstellen. Ne? Das werde ich mal so halten, sag. Sag, erstmal nochmal ganz, ganz liebe Grüße zurück, sag. So. Hey, um dich mache ich mir keine Sorgen. Du bist 10-mal klüger als ich, wahrscheinlich sogar 100-mal. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße. Nee, garantiert nicht. Ich bin garantiert nicht der klügste Mensch auf der Welt. Da gibt es welche, die sind garantiert 1000-mal klüger als ich. Halt, ne? Ich tue halt mein Leben so halt im Moment verarbeiten halt, ne? Und das hilft mir im Moment sehr viel halt, ne? Das ist so. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. Dann noch ein Kommentar dazu. Du bist niemals alleine. Ja, auch wieder, weil ich da ja gesagt habe, ich bin da so ein bisschen geknickt, weil ich ja im Moment wieder alleine bin und eigentlich gar nicht alleine sein wollte halt. Ne? Das ist so. Naja, und manchmal hat man das halt. Ne? Aber ich habe auch euch. Sag. Ja.
Ganz, ganz liebe Grüße. Hallo Peter, toller Sonnenuntergang. 10 und 17 sind meine Favoriten. PS, no woman, no cry. Ja, das stimmt allerdings. Ja, erstmal ganz vielen Dank für die Bewertung der Bilder. Ich kann jetzt schon dazu sagen, dass die Nummer 7, das kommt gleich ein paar Mal, ist am öftesten angekommen. Aber ich blende das nachher ganz zum Schluss am Film nochmal ein. Ich muss jetzt mal immer so ein bisschen wieder gucken, wie weit der Film ist. Also es wird ein längerer Film, bitte zu entschuldigen. Ja, was für schöne Aufnahmen. Atemberaubend, mein Kompliment. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße und danke dafür. Wirklich danke dafür. Ich liebe die Kommentare, jeder ist geschmeichelt, wenn er ein Lob kriegt halt. Ne? Danke. Und ganz, ganz liebe Grüße. Ja? Dann ganz kurz Bild Nummer 7, da taucht es auf, das erste Mal. Danke dafür, ganz liebe Grüße. Dann, hallo Peter, in unserem Alter darf man ruhig ein wenig schnaufen. Sehr gelungene Aufnahmen. Mein Favorit ist Bild Nummer 8, sicher. Und ich bleibe dabei. Bis Ende des Jahres sind die 1000 Follower geknackt. Ich freue mich darauf. Schöne Grüße. Ja, erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. Ja, mittlerweile glaube ich es auch, dass ich die 1000 knacken werde bis Ende des Jahres. Wer weiß, ich habe es ja gesagt, in dem letzten Film, was ich raus mache, weiß ich noch nicht. Aber das ist für mich wie so ein kleiner Meilenstein halt. Ne? Gehen wir mal weiter. Ne? Also, hallo Peter, du schwer bewaffnet mit Kamera, wieso bist du geknickt? Tja, warum bin ich geknickt? Weil ich da im Moment nicht alleine sein wollte. So super tolle Fotos hast du geschossen. Dampflok. Ja, wir werden nicht jünger und immer unsportlicher. Ja, Peter, es ist sehr schwer, jemanden kennenzulernen, wenn man die Einsamkeit mag. Tja. Ja, aber du hast super Fotos gemacht. Jetzt die Nummer, die mir am besten gefallen haben. 2, 7, 9 und 14. Peter, vielen Dank für das Schauspiel Sonnenuntergang. Hast du super gemacht. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße. Dampflok, ja. Ich muss wieder ein bisschen was tun. Das ist einfach so halt, ne? So, ich hab das wirklich lange schleifen lassen. Gehen wir mal weiter. So, jetzt Bilder 5, 7, 11, 20. Also wieder die 7 damit bei. Wunderschöne Bilder, ich bin fasziniert. Nur der dunkle Wald hätte mich abgeschreckt. Ich fand das gar nicht so schlimm. Ich habe schon mal Situationen gehabt, da bin ich mal spazieren gegangen. Und da habe ich dann nachts sogar schon mal Wildschweine gesehen halt. Ne? Dann wird es ein bisschen komischer halt, ne? Oder gehört halt. Ne? Ja, erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück, sag. Seht ihr, und jetzt ist das Bild Nummer 7 wieder gefallen. Gehen wir mal weiter. Hallo Peter, lass dich mal beim Kardiologen untersuchen. Du hast bestimmt eine Herzschwäche. Ging mir genauso. Bin gut eingestellt worden und die Spaziergänge machen wieder Freude. Liebe Grüße. Ja, Leute. Ja, 2015 hatte ich mal diverse Herzkatheter hinter mir. Sag. Und Herz ist vielleicht auch ein bisschen angegriffen, aber nicht so, dass das ein Stent ist, braucht oder sowas. Aber ich werde es höchstwahrscheinlich nochmal wieder abklären müssen halt. Ne? Erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück, sag. So. Hallo lieber Peter, schön dich wieder draußen total in dein Element zu sehen. Das wurde auch richtig mal Zeit, dass du wieder sowas gemacht hast, ja. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Das war letzte Woche also. Wie war der Rest aber deiner Woche? Geht es dir gut? Ich wünsche dir ein entspanntes Wochenende. Ja, ich war wieder mein Element, der Fotoapparat war wieder sehr präsent. Und sowas liebe ich halt. Ne? Ihr kennt das ja, ne? Wenn ich rauslaufen kann, mir ist das eigentlich auch egal, ob es regnet oder nicht. Eigentlich renne ich immer raus halt. Ne? Und
Es kommt ja noch der Film, da, wo ich mit dem Fahrrad zum Doktor gefahren bin, der kommt auch noch, den will ich Freitag reinstellen. Sag, und ja, Leute, erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. Wochenende war schön. Sag, gehen wir mal weiter. Moin Peter, ich finde es wirklich beeindruckend, wie du in der Lage bist, kleine Momente in der Natur so großartig zu genießen und wertzuschätzen. Respekt, liebe Grüße. Ja, das ist so. Also, man braucht eigentlich gar nicht weit wegfahren. Das ist einfach so halt. Ne? Es gibt in Deutschland so tolle Ecken. Und wenn man mal mit offenem Auge durch die Welt geht, ne, dann sieht man so tolle Kleinigkeiten, so tolle kleine Momente. Ne? Und sowas fasziniert mich. Ne? Ihr habt das ja bei den einen Filmen gesehen. Da war ich ja so fasziniert, da habe ich das Fotografieren fast vergessen, wo überall die Spechte am Klopfen waren. Das war jetzt im Frühjahr halt, ne? Und sowas liebe ich halt. Ne? Ich tue die Natur noch wertschätzen halt. Ne? Ich liebe einfach die Natur. Das ist so. Ne? Erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. Dann, das kommt jetzt von den letzten Filmen, wie ich mit 140 Filmen. Gratulation Peter. Bleib authentisch und mach genauso weiter. Die 940 Abonnenten akzeptieren dich so, wie du bist. Und das ist das, was zählt. Ein ganz wichtiger Kommentar für mich. Sag erstmal ganz, ganz liebe Grüße. Tja, Leute, habt ihr gehört, ne? Und da hat der Follower vollkommen recht. Und nochmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. Sag. So. Nächster. Hallo Peter, super, herzlichen Glückwunsch zu deinen Einjährigen. Super, super. Freue mich für dich. Kaffee. Ich habe keinen Kaffee. So, du kannst für dein Hobby auch etwas anlegen. Mal daran denken, du hast ja auch Auslagen gehabt. Super, Peter. Ja, vielleicht klappt das ja auch mal mit einem Kalender verkaufen. Ich weiß es nicht. Oder ab und zu verkaufe ich mal so auf so einer Plattform ein paar Fotos. Aber das ist nicht viel. Ja, Scheidungstermin steht an. Donnerstag. Morgen habe ich meinen TÜV-Termin. Ich glaube schon, dass das klappt. Müsste eigentlich klappen. Nehme ich euch morgen früh, nehme ich euch auf alle Fälle mit hin und berichte euch, was passiert ist. Ne? Ja, Urlaub. Und Urlaub habe ich. Ja. Ab morgen. Ne, ab heute. Ist das schon Montagabend? Jetzt habe ich erstmal Urlaub. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück, meine Liebe. Tja. Gucken wir mal weiter. So. Das bedreht sich jetzt darauf, auch noch auf den Film 140 Filme, weil ich ja einmal gesagt habe da drin, dass ich ja eher so langweilige Filme mache, so ein bisschen, die vielleicht auch mal ein bisschen langweilig rüberkommen, weil ich halt ja auch ein bisschen ruhiger bin, ne? Und langweilig ist das nur für Menschen, die das alles nicht durchmachen, die das nicht alles nicht durchgemacht haben, so praktisch die Schicksalsschläge, die ich hatte. Und sowas alles. Ne? Ne? Und sowas. Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal irgendjemand wegdrücken. Was man leider alles so erleben muss als Pechvogel. Ja, da hatte ich. Tja, so, ich muss mal. Tochter war dazwischen. Ja, erstmal ganz, ganz liebe Grüße. So, das nimmt gar kein Ende. Nächste. Lieber Peter, herzlichen Glückwunsch zu deinen Einjährigen. Ganz große Klasse und toll, dass du jetzt 944 Abonnenten hast. Klasse. Sei weiter so toll, authentisch und herzlich auf weitere Jahre mit dir, mein Lieber. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, ganz, ganz liebe Grüße zurück. Und ich werde die Filme auf alle Fälle weitermachen, weil das hilft mir. Das ist so, ne? Und ich werde mich garantiert nicht verbiegen lassen. Kann ich auch gar nicht. Ist so. Ne? Tja, machen wir mal weiter. Ne? Lieber Peter, bleib so, wie du bist. Egal, was erst recht nicht mit deinem Kaffee trinken und genieße ihn für dich. Scheiß auf die Abos, es ist dein Leben. Liebe es, ja. Ganz, ganz viele liebe Grüße zurück. Toller Kommentar. Den Kaffee genieße ich auch. Und ich bleibe auch so, wie ich bin. Das ist einfach so. Geht gar nicht anders. Ne?
Gucken wir mal weiter, sag. Tja, hallo Peter, bald großer Urlaub. Glückwunsch. Ja. Großer Urlaub, ich habe einen langen Urlaub, sag ich mal halt. Ne? Ob ich groß und weit wegfahre, weiß ich nicht. Vielleicht ist da noch ein bisschen was geplant, aber das kann ich nicht alleine. Wir werden sehen, was kommt, ich weiß es nicht. Ich werde euch auf alle Fälle mitnehmen wieder regelmäßig auf meinen Wanderungen und dahin, wo ich hinfahre. Ne? Und wir werden sehen, sag. Herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr auf YouTube. Danke, danke dafür. Ganz, ganz liebe Grüße zurück. Dann kommen wir auch zum Ende. Hallo Peter, auch ich möchte dir ganz herzlich gratulieren zum Einjährigen. Ganz, ganz liebe Grüße zurück. Tja, meine Lieben, der Film, der wird ein bisschen länger. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder eine halbe Stunde gesabbelt. Aber mir ist das wichtig, diese Mittwochskommentare. Und damit möchte ich auch zeigen, dass ich euch an euch denke halt, ne? Und nicht nur ein Abo-Sammler bin. Ich will das, solange mir das möglich ist, will ich die Kommentare immer so ein bisschen kommentieren halt, ne? Das ist mir ganz wichtig halt, ne? So, liebe Leute, und wenn euch dieses kleine Video, mittlerweile etwas längere Video, gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, ne? Und abonniert meinen Kanal und ganz wichtig, schaut euch mal meine anderen Videos an, alle die ja, mich eigentlich noch nicht kennen, ne? Dann wisst ihr eigentlich, wer ich bin halt. Ne? So, ich wünsche euch einen schönen Abend, euer Peter. Tschüss.